herzlich willkommen zu unserem Livestream. Wunderbar. Christine kommt auch gleich. Ich stelle das mal hier so hin. Ich musste noch ein Update installieren, eine Firmware-Update. Und das macht man natürlich dann 2 Minuten vorher. Hatte dann 4 Minuten gedauert, deswegen sind wir ein bisschen später. Wir haben euch heute verschiedene Päckchen mitgebracht, die wir zugeschickt bekommen haben. Die packen wir gleich aus, besprechen die ein bisschen. Dann wollen wir über die Möglichkeit eines Pop-Up-Stores sprechen und bis es losgeht, beziehungsweise bis wir gleich anfangen, vertreibe ich mir die Zeit, indem ich schaue, wie viel zurzeit gucken. Und jetzt kann es losgehen. Da kommt schon der Star. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Heute am 3. Oktober. Ihr habt alle frei, hoffe ich. Genau, die einen haben sich müde aus dem Bett gepellt und jetzt haben sich extra freigenommen, um uns zuzugucken. Genau. Vielleicht noch eins vorab. Wie kamen wir eigentlich dazu, 80 Food Startups vorzustellen? Was war der Auslöser? Ja, wie kamen wir dazu? Die Idee hatte ich eigentlich und weil der Hintergrund ist einfach, Essen ist das Leben, ist Gesellschaft, ist Harmonie, ist Geistigkeit natürlich und wir möchten oder wir suchen ja auch immer nach Lösungen und das ist halt eine Alternative, wo wir einfach sehen, wir können uns auf eine vielfältige Art und Weise gute Dinge zuführen, neue Dinge kennenlernen, ausprobieren und natürlich auch weitergeben an euch und das gemeinsam mit euch teilen und auch so wie wir hier schon wieder, ich trinke noch mal einen Schluck. Auslöser war, glaube ich, der Streetfood-Markt, ne? Im Unicorn. Genau, der Unicorn, es ist ja in der Grünstraße, im Weddingmarkt, die Ecke, da ist der Auslöser gewesen, der Streetfood-Markt. Wir haben ja 3 Jahre lang eine eigene Zeitung verlegt, Stefan und ich, im Printbereich, allerdings hier nicht in Berlin, sondern in Niedersachsen. Und der Hintergrund war da schon, dass wir gesehen haben, viele besuchen immer dieselben Lokalitäten, haben keine neuen Ideen. Und wir selber haben halt gesehen, wir gehen sehr gerne essen, wir geben sehr gerne Geld dafür aus. Und gute Dinge zu finden, ist doch nicht immer so einfach. Also die Familienbetriebe, die gut geführt werden, sind auch irgendwann alle mal abgegrast gewesen und vorgestellt. Und insofern haben wir dann gesehen, das ist auch hier in Berlin ein großer Ansatz, um da aktiv zu werden. Allerdings haben wir gesagt, wir machen nicht Print, wir machen erstmal online und Stefan natürlich als Junge hat nochmal eine technische Affinität. Genau. Und meine ist aber die, dass ich wirklich das anfassen und weitergeben kann und worüber wir sprechen, dass ihr auch sagt, ach, das kenne ich, das hole ich, das habe ich noch nicht, das probiere ich aus und genau, ja. Also den Anfang hatte uns vor ein paar Wochen zugeschickt, 147. Liebe Christine, vielen Dank für den Artikel bei euch und viel Spaß beim Testen. Euer 147-Team. Das so. Kann man sogar so sehen, ja? Prima. Und auf der Rückseite steht nochmal, Lust heute was zu trinken? Ja, nö. Also auch wieder witzig gemacht. Und natürlich bei Kater. Anti-Hangover, der Anti-Hangover-Drink ist auch mit auf unserem Flyer, den wir den allen Teilnehmern bei der WHU-Konferenz mit in die Tasche packen konnten, weil da bin ich, diese Woche, ist ja Dienstag heute, diese Woche und fotografiere bereits zum dritten Mal die Konferenz und 147 ist da mit auf dem Flyer drauf. Kann ich euch auch nochmal in Ruhe zeigen. Natürlich bei Kater. Sehr lustiger Aufkleber hier, kann man das sehen? Why is the sun so loud? Ich werde jetzt nicht jeden Aufkleber reinhalten, aber die, die mir gefallen, halte ich mal rein. Hier wird empfohlen, dass man jeweils einen Drink vor dem Alkoholkonsum und vor dem Schlafengehen konsumiert. Das heißt, man gibt den Inhalt eines Sticks in ein Glas, 100 Milliliter stilles Wasser gibt man hinzu, rührt es um und trinkt es dann. Das sieht so aus. Und also da wir uns jetzt noch nicht einen in die Birne kloppen wollen, morgens um 12, werden wir das. Und genau da ist es nämlich nicht für da. Es ist nicht dafür da, dass die Leute sagen, hey, jetzt kann ich so richtig viel trinken. Sondern es ist mehr primär gedacht, dass man das, was man dann getrunken hat, besser verarbeiten kann und danach keinen Kater hat. Also soll da jetzt keine Challenge sein, wer kann jetzt noch mehr trinken.
Das ist, glaube ich, auch den Jungs von 147 wichtig, dass es jetzt nicht darum geht, sich jetzt hier im Heldentum umzuschädeln und dann zu sagen, am nächsten Tag, ich bin der Erste, der dann wieder weitersaufen kann. Darum geht es also primär nicht. Wir probieren das aus. Kleiner Tipp hier für euch, wo wir hier davon sprechen, von dem 147 Anti-Hangover. Je qualitativ und hochwertiger und klarer der Alkohol ist, desto weniger schädliche Zusatzstoffe sind da drin. Also wer es noch nicht wusste. Und diese verlorenen Elektrolyte, die fehlen. Das heißt, also viel Wasser trinken ist wichtig, um eben das vorzubeugen, dass man den Kater hat und eben das mit dem Stick. Was eben schön ist, da ist Ginkgo drin, Ingwer, Kaktusfeige, Acerola und Weidenrinde. Ganz natürliche Stoffe, also die achten hier unwahrscheinlich großartig auf, dass es vegan ist, ohne Koffein. Ja, so wie ich bin so ein Hyperhäschen hier, wenn ich da meinen Kaffee schon um 17 Uhr nochmal trinke, dann kann ich garantiert davon ausgehen, dass ich nachts nicht schlafen kann. Und nur so am Rande, ganz natürlich, ohne verarbeiteten Konservierungsstoffe. Und der Sauerstoff ist natürlich wichtig, also viel frische Luft zwischendurch. Das heißt, der Körper braucht für die Alkoholverbrennung viel Sauerstoff. Und man sollte 3 bis 5 Mal frische Luft schnappen und am Abend tief einatmen. Gut, dann sind wir damit erstmal durch. Und später am besten beim offenen Fenster schlafen, was ich auch sehr liebe. Das kann man aber auch, wenn man nichts getrunken hat. Ja, das hat unabhängig natürlich damit nichts zu tun. Skadi hat uns etwas zugeschickt. Wo wir beim Thema Alkohol sind. Sehr das lecker. Das können wir quasi dann davor trinken. Also erst das oder was. Skadi hast du schon mal kennengelernt bei nach der Startups? Super lecker. Ich war auf Sylt und da habe ich Moskau Mule kennengelernt. Also es ist kein Mensch, es ist ein Getränk. Und Moskau Mule ist etwas, das ist so erfrischend und so, wo du denkst, du trinkst eigentlich gar nichts Alkoholisches, weil es durch Ingwer und Minze einfach großartig schmeckt und einfach nur du das Gefühl hast, du nimmst ganz viel Gurkenwasser zu dir. Gurke ist auch dabei. Und es ist einfach nur, wie als wenn du ein Fitnessprogramm in dich hineinführst. Einfach lecker. Und die waren auch beim Startup Night, die Jungs, total nett und ganz klasse. Und ich bin nicht so ein Feiertyp, aber ich habe gedacht, das probierst du jetzt mal, wie die das machen. Genau als ich dasselbe. Mich mit ich war hin und weg. Einem Gründer unterhalten habe von Skadi, ich weiß nicht, ob das heute bei euch immer noch so ist, aber der musste immer extra bis nach Belgien fahren, um jemanden zu finden, der ihm das genauso wie es ist, eintütet, also verpackt. Ja. Da gibt es wohl aufgrund der Menge oder aufgrund des Verfahrens oder was die genau vorhaben oder ihre Form wohl niemanden, der das in Deutschland macht. Das war für uns auch so ein bisschen den Ansatz, die ganzen Food-Startups mehr miteinander zu vernetzen. Vielleicht, dass sich dann 3, 4 finden, die auch was abgepackt haben möchten. Die finden dann gemeinsam Produzenten. Mhm. Könnte man mal überlegen, ob man so eine Datenbank macht. Anscheinend scheint Sticker jetzt beiliegend, also dass man Sticker beiliegt, ein neuer Trend zu sein. Ja, hier sieht optisch schön aus, ist einfach eingepackt, eingeschweißt, eingepackt. Und vorne steht drauf Wodka Mate, 10,6%iger Alkohol drin. Ich habe hier Sex on the Beach. Moskau Mule. Jetzt ist, hast du das schon probiert? Ich habe Moskau Mule probiert und bin ganz begeistert. Also ich habe gleich nach dem ersten und zweiten getrunken. Und das Beste war, ich habe keine Kopfschmerzen, keinen Kater. Es sind wirklich vernünftig gut verarbeitete Stoffe drin. Und es schmeckt also erstaunlicherweise wirklich, als wenn ich einen Cocktail mir bestellt habe in einer Bar und den dann genieße und wo ich dann denke, so wow, also wirklich. Okay. Erstmal tausend Dank an Skadi, an die Jungs und an das Team drumherum auch und vor allem für diesen großartigen Geschmack. Da habt ihr euch echt was Gutes einfallen lassen, gerade so für uns. Also Stefan trinkt nichts an Alkohol und ich bin jemand, ich trinke gerne hin und wieder mal, also nicht jetzt ständig, aber so ab und zu ist einfach ein schöner Genuss und das ist ideal. Also ich packe es jetzt gleich in den Gefrierschrank und dann könnte ich jetzt rein theoretisch heute Abend etwas davon genießen. Die Darstellung des Barcodes finde ich sehr lustig, als Brandenburger Tor. Also als wenn es passend wäre, dass wir das heute auspacken. Ja. Auf jeden Fall eine pfiffige Idee, als einfach nur diesen Standard-Barcode zu nehmen. Ja. Das werden wir uns, wir haben noch mehr Summer Passion, haben wir die einzelnen
Geschmacksrichtungen sind immer farblich gekennzeichnet hier oben mit dem hier oben und unten und mit dem Logo und oben mit dem farblichen Streifen und hinten nochmal. Finde ich auch gut, wenn das jetzt jemand irgendwie, also das ist ja jetzt prädestiniert, nicht in einer Bar ausgegeben zu werden, sondern irgendwie auf Festivals und Events. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass man Social Media mäßig gleich weiß, aha, hier bei Facebook heißen die skadi.berlin, bei Instagram die Internetadresse nochmal drauf. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Sache. Wir waren letztens mit unserem Unboxing ziemlich lange, habe ich im Feedback gelesen. Deswegen müssen wir uns, oder also noch beeilen mal vielen wir uns Dank auch an Karl Hartmann von Skadi, der hier wirklich uns wir eine werden die, Freude gemacht hat. Die Interviews werden wir, werde ich jetzt gleich nach dem Livestream, ich werde das ja immer per YouTube dann nochmal zusammenfassen. Und dann, nachdem ich das zusammengefasst habe, kommt hinten noch so ein kleiner Abspann rein. Und dann stelle ich das bei YouTube ein, dann kann man sich das, wenn die Internetverbindung nicht optimal war, später nochmal anschauen. Und darunter packe ich dann auch immer die jeweiligen Interviews, weil die hatten wir ja schon alle vorgestellt. Wenn ihr noch Food Startups habt, die wir vorstellen müssen unbedingt, schreibt uns einfach oder macht ein Intro. Ja. Dann haben wir, ich würde sagen, gerne das, vielleicht auch was zu, das packen wir das nächste Mal aus, das schaffen wir heute nicht. Dann haben wir noch was mit zum Thema Pop-Up-Stores. Wir wollen gerne im Unicorn, das ist Unicorn Berlin, wer das kennt, das ist unten Ecke Brunnenstraße, Invalidenstraße. Stimmt, genau. Da wollen wir euch Food Startups die Möglichkeit geben, vielleicht so ab Ende oder ab Ende Oktober, den November über und Dezember, und Dezember einen Pop-Up-Store zu machen. Das heißt, da sind 2 bis 6 Food Startups, die präsentieren sich im Unicorn. Wir werden das Ganze über die Kanäle des Unicorns und auch uns bekannt machen. Mhm. Das heißt, ihr habt dann Samstag und Sonntag, genaue Details geben wir noch bekannt. Am besten, ihr abonniert unseren Newsletter. Der ist eigentlich bei jedem Food-Interview unten drunter. Den am besten informieren, dann können wir euch nochmal genau die Details dazu schicken. Eine Standgebühr, kann ich jetzt schon sagen, wird es natürlich nicht geben. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass ihr eure Produkte gezielt verkaufen könnt und dass ihr auch den Verbraucher erreicht. Weil nur so habt ihr die Möglichkeit, auf euch aufmerksam zu machen. Und wir wollen, dass ihr das, was ihr anbietet, dass ihr das präsentiert. Vielleicht auch eine kleine Möglichkeit an Kostproben rausgibt, dass die einfach ein bisschen neugierig werden und das Interesse geweckt wird. Und dann könnt ihr regulär verkaufen, was ihr zu verkaufen habt und... Das ist eigentlich der Plan und, erstmal, genau. Und dass wenn, wir da aktiv... Und weiter ist noch in Planung, dass wir so einen Food-Adventsmarkt machen. Da wird es dann natürlich eine kleine Standgebühr geben, weil das ist dann doch ein bisschen umfangreicher, auch von der Organisation. Mhm. Das würden wir dann oben in dem großen Unicorn machen, auch an der Brunnenstraße. Der eine kennt das noch als Supermarkt von früher. Richtig. Oder hat es letztes Jahr kennengelernt beim Speed-Food-Up-Markt. Da war es brechend voll. Mhm. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal die kleinen Pop-Up-Stores ausprobieren. Dazu schreiben wir euch diese Woche den Food Startups eine E-Mail. Beziehungsweise, wenn ihr euch in den Newsletter eintragt, dann schreiben wir euch natürlich auch an. Und ich glaube, das wird eine ganz gute Sache, weil Food ist immer noch ein Thema. Die Leute interessiert das. Und es gibt verdammt viele gute Produkte, von denen wenig Leute was wissen. Und der Pop-Up-Store wäre eine schöne Ergänzung dazu. Wenn ihr Ideen, Anregungen, Fragen habt, Kritik, Wünsche, wir sind eure Box, meldet euch. Genau, meldet euch, schreibt uns immer eine E-Mail, Christine oder Stefan at gründermetropole-berlin.de. Genau. Richtig. Was macht unser Bus? Ja, gibt es da Neuigkeiten? Der wartet, oder? Der wartet. Morgen haben wir mit Schalltecken Termin. Ja. Mich haben auch schon ein paar andere Leute darauf angesprochen, die gerne was machen müssen. Das Ding muss natürlich finanziert werden. Ja. Da müssen wir mal gucken, wie wir da eine gute Lösung finden. Da muss ich ehrlich sagen, also das will ich auch, dass das dann irgendwie in trockenen Tüchern ist. Also ich möchte dann schon den Kopf frei haben, dass wir nicht dann irgendwie aus eigener Tasche das finanzieren müssen. Oder weil nicht nur aus eigener Tasche, so vielleicht. Ich sag mal, da gibt es ja genug Unternehmen, die vielleicht auch sagen, Mensch, coole Idee, gutes Image. Wie war die Probefahrt? Mir ging es an dem Tag nicht so gut. Also das war jetzt nicht die beste Voraussetzung, um eine Probefahrt zu machen. Aber ich bin ja locker. Also wer mich kennt, ich bin da nicht so, ich bin da entspannt. Toilette wäre sonst auch an Bord gewesen. Ich habe gedacht, ich kann mich da echt zurücklehnen und mache es mir da richtig schön drin, also gemütlich.
Aber ich war dann mehr so der beim Captain, der Commander, irgendwie so am Gucken und ja, passt das und die Straße und weil er ist wirklich so breit, so wie die Straßenfahrbahn breit ist. Also, oder etwas weniger, 2,45 Meter, ja, aber etwas mehr als ein normales Auto. Also viele, die da hupen, weil sie vorbei wollen oder weil sie Sorge haben, die kommen nicht vorbei oder ja. Hatte ich noch nicht. Also es war schon ein sehr konzentriertes Fahren. Da würde ein Rosenkopfhörer wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt dazu beitragen, das noch zu verbessern. Aber wir haben einen Fuchs gesehen, das fand ich ja voll spannend. Mhm. Ne? Also echt, da habe ich gedacht, so, wo kommt der denn her? Der war auch ganz neugierig. Ja, ja. Ansonsten habe ich die Woche noch zu dem Mobil auch noch gutes Feedback bekommen. Ja. Der Marc hatte mir geschrieben als Idee für den Namen. Probiermobil fand ich auch eine sehr gute Sache. Ja. Der dachte dann, ja, wir könnten ja auch eine Deutschlandtour machen und in der Deutschlandtour verschiedene Food-Startups in Deutschland besuchen, mit denen ein Interview machen. Fand ich auch eine super Idee. Also ich habe auch noch Ideen, aber wie gesagt, wir müssen das jetzt erstmal mit dem Bus auf die Kette kriegen. Ja. Und die Pop-Up-Stores sind jetzt die Woche dran. Ich bin auf der WHU, wenn ihr mich da, auf der WHU Idealab-Konferenz, wenn ihr mich da seht und habt ein tolles Thema, schnappt mich einfach, während ich mal gerade kein Bild mache. Und dann können wir vielleicht das ein oder andere auch spannende Interview noch machen. Ja. So, jetzt könnt ihr euch wieder hinlegen, habt es für heute geschafft, wir auch. Macht euch noch einen schönen 3. Oktober heute. Ja, lasst es euch gut gehen, genießt auch mal ein bisschen, lasst die Seele mal baumeln. Vielleicht habt ihr ja auch einfach mal Lust, ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen. Ich werde vielleicht gleich lesen, wie wir es machen von den Gründern. Dass, wie wir es machen? Nicht, das wie wir es machen. Anders Buch hieß anders. Ja, oder lass uns anfangen oder irgendwie. Einfach machen, glaube ich. Einfach machen hieß es, genau, richtig. So heißt es. Bin ich schon auf Seite 17, ist sehr gut geschrieben, also man bleibt dran. Also es ist wirklich, ist wirklich sehr interessant, sehr spannend und ja, genau. Ja, ansonsten, Amazon hat die Woche noch ein Patent angemeldet. Die wollen, glaube ich, Marley Spoon und HelloFresh Konkurrenz machen. Da bleiben wir mal dran, was da so passiert. Irgendwie so zwei Gerichte, irgendwie Dinner für zwei. Innerhalb von weniger als 30 Minuten irgendwie so einen Namen haben die sich da überlegt. Ja, ja. Gut, genau. Ich würde sagen, für heute war es das. Wir danken euch fürs Zuschauen. Macht's euch noch gut. Nett heute. Macht's gut, ne? Hier genau. In Berlin so sagt, genau, ne? Alles klar. Und dann bis zum nächsten Mal. Wann sehen wir uns wieder? Schon... Haben wir noch nicht. Wie gesagt, wir schauen mal, ob das... Ihr könnt ja auch mal schreiben, wann euch das gut angenehm genau, ist. Genau, wann ne? Euch das passt. Ihr müsst ja nicht jetzt große Texte schreiben. Schreibt ja einfach, Mensch, Livestreaming oder Live-Video gerne mittags, abends, keine Ahnung, was bei euch gut in euren Zeitrahmen passt, wo ihr euch vorstellen könnt, da habt ihr Luft. Dass wir mal so ein bisschen wissen, in welche Frequenzen wir uns einwählen und genau. So machen wir das. Würde ich sagen, oder? Alles klar. Hm? So machen wir das. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen.